Wenig später war sie nur noch ein schwacher Punkt am Horizont, und Nicolas brannten die Augen, als er versuchte, die Maschine am Himmel auszumachen. Er blinzelte einmal, er blinzelte zweimal, dann war der Punkt weg. Abspann. Ein kalter Frieden. Normandie, 30 Minuten später. Als Luc Roussel mit deutlicher Anstrengung die Beifahrertür des Zivilfahrzeugs öffnete und vorsichtig hinaus auf den kleinen Platz trat, war ihm, als würde er ein zurückgelassenes Schlachtfeld betreten. Die rau verputzten Wände der umliegenden Häuser warfen das Blaulicht der Polizeifahrzeuge zurück, auf dem Parkplatz vor dem Landungsmuseum standen Zivilfahrzeuge des Geheimdienstes neben Mannschaftsbussen der Bereitschaftspolizei. Rufer hallten durch die schmalen Straßen der Altstadt von Arromanche, Anwohner standen in kleinen Gruppen hinter flatternden Absperrbändern, argwöhnisch beäugt von Sicherheitsbeamten in dunklen Anzügen. Noch während Sandrine den Wagen durch die Hügel hinunter an die Küste lenkte, war die schicksalhafte Wendung dieses längsten Tages in sein Bewusstsein gesickert. Wie zur Bestätigung waren Hubschrauber über ihn gekreist. Ein schnellfahrender Krankenwagen war ihnen entgegengekommen, gefolgt von mehreren dunklen Limousinen aus dem Fuhrpark der französischen Regierung. Sandrine war dagegen gewesen, überhaupt hierher zu kommen. Sie hatte ihm vorgehalten, dass er noch nicht so weit sei und in Arromanche ohnehin genug Polizisten vor Ort seien. Du bist noch immer nicht der alte Lüg, hatte sie sanft, aber bestimmt gesagt. »Ich werde nie wieder der Alte sein«, hatte er sie angeblafft und sich dafür geschämt. Sein Ton war in letzter Zeit rau und hart, seine Laune schlecht und seine gesundheitliche Verfassung nicht so, wie die Ärzte es prognostiziert hatten. Er erholte sich nicht. Und er wusste auch warum. Und genau deshalb wollte er hierher, nach Arromanche. »Monsieur, bitte steigen Sie wieder ein.« dieser Bereich ist ausdrücklich nur für die Sicherheitskräfte. Ein junger Streifenpolizist näherte sich ihm mit großen Schritten. Sein Blick flatterte. Er war ganz offensichtlich verunsichert über die Wandlung, die dieser Tag genommen hatte. Hinter ihm eilten zwei Beamte über den Platz zum Museum. Roussel konnte aus dem Augenwinkel sehen, wie im ersten Stock über dem Marlbury hinter einem geöffneten Fenster ein Vorhang leicht im Wind flatterte. Müde wandte Roussel sich dem jungen Beamten zu und fischte seinen Polizeiausweis aus seiner Jackentasche. Ist gut, junger Mann, ich darf hier stehen. Argwöhnisch betrachtete sein Gegenüber den Ausweis und blickte ihm dann ins Gesicht.